Da bin ich wieder. Und dieses Mal, denke ich, habe ich euch etwas mitgebracht, was ich für sehr wichtig halte. Wir haben ja die Maniküre schon gezeigt, bei Dame, beim Herrn. Aber ich habe so selbstverständlich gesagt, wir brauchen dies, wir brauchen das, wir brauchen jenes. Dabei ist gar nicht so richtig rausgekommen, was man alles braucht. Und ich denke, für eine vernünftige Maniküre, die jeder bei sich zu Hause machen kann, muss man natürlich auch ein paar Dinge haben. Und die gibt es eigentlich überall. Ihr könnt gucken, wo ihr die Sachen bekommt. Wichtig ist immer zuallererst Öl. Öl auf die Nagelhaut ist das Wichtigste überhaupt. Wenn ihr eine sehr harte Nagelhaut habt, einweichen lassen, ruhig vielleicht nochmal etwas Öl nachgeben und dann mit einem Rosenholzstäbchen, was ihr natürlich auch überall bekommt, mit abgeflachten Kanten. Wichtig ist diese abgeflachte Kante, damit ihr die Nagelhaut locker schieben könnt. Nach einer Zeit ist die natürlich, die werden von dem Öl nicht gerade ansehnlich. Ihr könnt jederzeit, das ist nämlich der Vorteil, dass Rosenholzstäbchen nicht splittern. Ihr könnt jederzeit, wenn die nicht mehr spitz sind, einfach mit eurer Feile so die wieder anspitzen. Dann sind die wieder sauber und ordentlich. Das geht nicht kaputt. Im Gegenteil, ihr könnt jederzeit, sodass die im Laufe von Jahren, ihr habt so ein Rosenholzstäbchen über Jahre, sodass das immer kürzer wird, bis ihr es wegschmeißt. Immer wieder vorne anspitzen, dass die Lauffläche, die hier drauf ist, immer die gleiche Kante hat. Als zweites hatte ich ja da auch schon mal gesagt, eine Sandfeile. Am besten ist wirklich so eine Profifeile, weil die unheimlich lange halten. Ihr könnt jederzeit die guten Feilen mit in die Waschmaschine stecken bei 30 Grad, sodass aus den Zwischenräumen jeglicher Feilstaub rausfällt. Ihr lasst die trocknen und könnt sie wiederverwenden. So einmal im Monat schmeiße ich meine auch immer mit in die Waschmaschine. Die ist, also gehen nicht kaputt. Und ganz wichtig, der Buffer. Ein Schwamm, der eigentlich ganz weich ist, wie ihr seht. Und trotzdem, wenn ihr Kanten wegmachen wollt, vorne mal eine Kante am Nagel, hinten eine Kante, seitlich, könnt ihr das mit diesem Schwamm wunderbar machen, ohne euch zu verletzen. Ganz wichtig, weich und trotzdem unheimlich wirkungsvoll. Auch um ganz über den Nagel zu gehen, bei leichten Rillen, wenn Nagellackreste schon mal hier drin sitzen, die man nicht abkriegt mit Nagellackentferner, den Schwamm nehmen, hier in die Kante rein und einfach mal ein bisschen reiben. Es ist wie ein Radiergummi, die Reste vom Nagellack gehen weg. Wenn ihr eine andere Farbe nehmen wollt, sieht es ja nicht so schön aus, wenn noch Reste in der Ecke sind. Dafür ist auch der Schwamm sehr gut. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir entweder einen Nagelknipser, so einen ganz kleinen, oder eben so ein Profiteil, wo man dann wirklich so Kentchen wegmacht von der Haut, die einfach dann nicht hingehören, die hochstehen, die sich leicht entzünden. Das bekommt man eigentlich in jedem guten Geschäft. Die können es nachbestellen, wenn sie es nicht vorrätig haben. Nagelstudios in der Regel oder eben, ich weiß nicht, vielleicht auch Discounter. Muss man mal gucken, ob man sowas findet. So, das Nagelöl hatten wir schon. Das ist so die Grundvoraussetzung für jede gute Maniküre. Gutes Werkzeug, gute Arbeit, muss man einfach so sagen. Und dann habe ich mal Nagellack mitgebracht. Einmal, wenn man rausgeht, einen schönen dunkelroten. Und ich zeige euch mal, wie das aussieht. Mal bei mir. Ich mache mir jetzt hier einfach mal eine Schicht drüber und auf diesen eine Schicht. Und dann zeige ich euch mal, wie wandelbar so ein Nagellack ist. Ich mache nur eine Schicht drauf. Bei
Den längeren Nägel könnte man auch gut 2 Schichten drauf machen. Das würde nicht schaden. Aber wenn man jetzt sagt, oh, das ist mir zu knallig. Der ist zwar sehr schön, aber es ist mir ein bisschen zu rot. Dann gibt es so wunderbare Glitterlacke, die nicht mal kitschig aussehen, weil früher habe ich auch immer gedacht, das kann man nicht. Das kann man sehr wohl. Das macht einen Nagellack eigentlich viel edler. So einen klaren Glitterlack. Und ihr seht gleich, das ganz scharfe Rot wird weggenommen. Und dafür ist dieser leichte Glitter, der in allen Farben glittert, aber nicht aufdringlich ist. Und ich finde das Ergebnis eigentlich sehr, sehr schön, wenn man ausgeht. Passt zu jedem Schmuck, ist eine Abendsache, die wirklich gut ist. Und wenn man damit tagsüber nicht laufen will, macht man es halt wieder ab. Bei dem Glitterlack muss man allerdings sagen, wenn ihr den drüber macht, müsst ihr, wenn ihr den abmacht, ein bisschen mehr Nagellackentferner benutzen, weil der ist so haltbar. Normalerweise könntet ihr 3 Wochen den Lack drauf haben, so haltbar ist der. Also da müsst ihr dann, wenn ihr den abmacht, schön reiben, nochmal einweichen lassen und nochmal reiben. Und dann habe ich mir ausgedacht, da ihr ja alle so fleißig kommentiert und ich denke auch mich abonniert, habe ich mir überlegt, für den, der auf diese Folge hin einen Kommentar abgibt, das heißt Abonnenten, die einen Kommentar abgeben, die dürfen sich 2 Nagellacke aussuchen, einen Glitter und eine Farbe nach Wunsch, die sie dann zugeschickt bekommen. Ich verlose mal wieder nach den spontansten Kommentaren. Freue mich auf euch, auf eure Resonanz, die ich habe. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Monika Kahl. Tschüss.